Steaks mit Adi und Adi. Die Autorenkooperation der Namensvetter geht in die Verlängerung. Nachdem das erste Grillbuch höchst erfolgreich ist und Adi Matzek in Kürze sein 100.000. Buch verkaufen wird, haben sich die Starköche diesmal Steaks vorgenommen. Ich glaube, das Besondere ist einfach, dass es wieder eine Weiterentwicklung ist, weil Grillen mit Adi war die erste, Steaks mit Adi und Adi ist die zweite. Und diese Weiterentwicklung, das blinde Verstehen zwischen uns zwar, das Wissen aus der Küche, das Wissen vom Fleischermeister von meiner Seite und die langjährige Barbecue-Erfahrung, ist das, was einfach einen Mehrwert für die Menschen bringen soll. Also das Besondere ist das, dass zwei Niederösterreicher, ja, zwei Gestandene, sie das Thema Fleisch vorgenommen haben und einfach in Niederösterreich für Österreich ein Steakbuch gemacht haben, wo die Garzeiten, die Temperaturen, ja, das um und auf sind, ja, und wo jeder mit unserem Birchl irrsinnig schnell und einfach zum Erfolg kommen kann. Die Lieblingsstelle, das ist Seite 9. Ganz einfach die fantastischen drei, die glorreichen drei. Das ist ganz einfach Steak, Kohle und Bier. Das da tue ich mir schwer, weil eigentlich das ganze Buch von A bis Z, ja, verschlingen könnte, dreimal am Tag, ja, weil es eigentlich so spannend ist. Ja. Neben Hintergrundwissen und Tipps von den Profis dürfen natürlich auch die besten Rezepte nicht fehlen. Das neue Buch Steaks mit Adi und Adi verspricht erneut großen Erfolg. Da kann man schon zufrieden sein. Ja, ich bin wahnsinnig zufrieden. Wie immer war es eine wunderbare Zusammenarbeit mit den beiden Adis. Und es gibt eigentlich für uns kein besseres Autorenteam als Adi Bittermann und Adi Matzek für das Thema Grillen. Das ist einfach eine super Kombination. Es ist einfach gemütlich lesen, durchblättern. Ja. Was ist Hitze, was ist Kohle, was ist Fleisch? Ja. Ein bisschen da Querblicke in die Thematik. Ja. Und dann auch einfach umsetzen, machen, tun, probieren. Ja. Und einfach Spaß haben mit dem, was man auszubringt dabei. Man kann sich, glaube ich, fahren, das leicht autobiografische, also auf der Couch ein bisschen durchlesen und ich glaube, das Rezept schießt man sich einfach mit dem QR-Code an, nimmt es mit in den Garten raus und kann es am Handy eigentlich dann schön umsetzen. Die Buchpräsentation im Haubenlokal von Adi Bittermann in Göttlesbrunn lockt zahlreiche Journalisten und Prominente, die nicht zufällig da sind, sondern weil auch für sie Grillen etwas ganz Besonderes ist. Ja, für mich ist das Besondere am Grillen, dass ich es zu jeder Jahreszeit machen kann. Wir haben eine riesen Doppelgarage zu Hause und fallweise grille ich auch im Winter zu Hause, weil wenn ich höre, wir eröffnen jetzt die Grillsaison im März oder im April, halte ich das für einen völligen Unsinn. Also gegrillt wird zumindest bei uns zu Hause das ganze Jahr. Sehr wichtig, ich glaube, Grillen ist einfach ein Bereich, wo Lebensfreude besonders zum Tragen kommt. Für mich persönlich bedeutet Grillen eine rasche Zubereitungsart, ohne dass die eigene Küche stinkt. Steaks mit Adi und Adi, da ist für jeden etwas dabei. Und Sie werden sehen, im Nu gelingt Ihnen das perfekte Steak. Ja, das erste Buch war ja schon super und da hat man sich ja schon sehr viele Eindrücke holen können. Und vom zweiten Buch erwarte ich mir schon, dass da ich noch gute Tipps kriege, dass ich mein Steak wirklich gut machen kann. Ja, sicher habe ich schon kurz reingeschaut. Ich glaube, es ist sehr schön geworden und wird sicher wieder helfen, Österreich weiterhin zum Grillen zu bringen. Und ich wünsche dem Buch und beiden Adis viel Erfolg damit. Auf jeden Fall, weil wenn man die Rezepte vom ersten Buch angeschaut hat, das sind durchaus Rezepte, die man nachkochen kann. Das ist ja nicht selbstverständlich bei Kochbüchern. Adi und Adi, ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, wer von den beiden sie einen Künstlernamen angehängt hat. Oder heißen die wirklich beide Adi? Die heißen wirklich beide Adi. Das trifft sich natürlich schon gut, dass da zwei großartige Fachleute zusammenkommen. Ich meine, der Adi Matzek von der Fleischhauerseite, der Adi Bittermann von der Haubenkoch, Meisterkoch, Grillmeisterseite. Die zwei ergänzen sich und ich hoffe, es gelingt mir, dass ich das ein oder andere nachgrille. Ich bin froh, dass das Buch nicht reden kann. Selbst wenn es reden könnte, es wäre chancenlos, mich dazu zu überreden. Denn das Einzige, was ich wirklich an Kochkunst unter Anführungszeichen beherrsche, ist Eierspeis. Und das ist halt ein bisschen zu wenig. Von Eierspeis war an diesem Abend freilich weit und breit nichts zu sehen. Aber wer hätte denn das erwartet, wenn ein Haubenkoch und ein Doppelgrillweltmeister zur Buchpräsentation einladen?